Moin Moin und grüßt euch zu einer neuen Runde hier auf der Hofbergmann im LS22. Ich bin der Smanky und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe jetzt offscreen einfach mal ein bisschen Gras eingesammelt und ein paar Felder mit dem Striegel bearbeitet. Auch hier seht ihr, habe ich schon ringsrum Striegel ein bisschen bearbeitet und wollte jetzt mit euch zusammen die letzten vier Bahnen Gras einsammeln. Und das bringen wir dann mal ins Bunkersilo und schau mal, wie viel Gras dann dabei rumgekommen ist und wie viel Silage wir entsprechend rauskriegen. Da bin ich mal total gespannt. Und dann ja, müssen wir das Gras entsprechend, also dann ist der Hexe gut, dann hängt das voll, Hexe gut abdecken und im Bunkersilo. Und vorher natürlich noch verdichten. So, zum Verdichten, da habe ich auch schon mal zwischendurch mal ein bisschen vorgearbeitet, habe ich mir nochmal die Walze ausgeliehen vom Bishop. Vielen Dank, Bishop, auch wenn du davon nichts weißt, aber du hättest es mir bestimmt erlaubt. So. Dann kommt das auch mal hier mit rein. Ich lasse jetzt extra mal das Steuerungshilfemenü, das F1-Menü, geschlossen. Jetzt hänge ich hier fest. Okay. Ich lasse extra mal geschlossen, dann seht ihr noch nicht, wie viel Inhalt hier jetzt drin ist. Dann gucken wir gleich mal zusammen, wenn wir komplett fertig sind, wie viel da rausgekommen ist. Ja, hier seht ihr auch die zwei Wiesen, die haben wir schon komplett im Striegel bearbeitet, deswegen auch die dunklere Verfärbung. So, dass wir die Anfang des Jahres dann auch noch einmal abmähen können. Und dann können wir da andere Feldfrüchte wieder drauf anpflanzen. Ich denke mal, es geht wieder Richtung Getreide. Müssen wir schauen, was wir uns bis dahin noch so Schönes überlegen. Je nachdem, wie viel Geld jetzt auch bei der Silage rumkommt, können wir natürlich auch jetzt dann langsam wieder liebäugeln mit der Brauerei. Dann bräuchten wir, glaube ich, Gerste. Ich muss mir das nochmal genau anschauen. Ein Hopfen dafür, den kann man ja, glaube ich, nicht anpflanzen. Den muss man dazu kaufen. Aber das kann man ja durchaus alles tun. Aber das Wichtigste ist, also der Gerstenanbau ist nicht dramatisch, das können wir alles machen. Aber wir brauchen das Geld für die Brauerei. Das sind etwa 500.000 Euro. Aktuell seht ihr, haben wir 6.000 Euro. Da fehlt noch einiges. 80.000 könnten wir noch Kredit aufnehmen. Aber dann fehlen auf jeden Fall noch gut 400.000 Euro. Und so viel werden wir, denke ich, jetzt mit der Silage nicht zusammenkriegen. Aber wir haben ja auch noch ein paar andere Dinge zum Verkaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Käse und Butter rumliegen. Die Eier können wir leider verkaufen fahren. Die werden wahrscheinlich auch uns nicht reich machen, aber immerhin ein paar Euro in die Kasse spülen. So, in die letzte Bahn. Und dann sind wir mit dem Gras einsammeln mal durch. Das ist jetzt tatsächlich das letzte Feld von den fünf. Ja, und wir sind jetzt im November, also das Gras wird jetzt auch erstmal nicht mehr so wirklich wachsen im Winter normalerweise. Und ja, ich denke mal, bis zur Aussaat können wir da bestimmt nochmal drüber mähen. Ob es dann komplett ausgewachsen ist, müssen wir mal sehen. So. Geben wir den Rest hier nochmal rein. Ja, und letzten 2 Liter. Okay, die will er nicht auskippen.
Das ist aber halb so wild. Lassen wir sie einfach drin. Den Ladewagen bringen wir mal eben geschwind zum Waschplatz. Und das jetzt. Ah, ich habe mein Frontgewicht unten. Das ist irgendwo hängen geblieben wahrscheinlich. Ja, schon da wäre es eine unsichtbare Barriere. Neuerdings. Hätte mich aber gewundert. So, dann waschen wir den nämlich einmal schnell und füllen ihn gleich wieder mit Siliermittel auf. Und dann haben wir ihn beim nächsten Mal direkt wieder einsatzbereit. Das sieht doch langsam gut aus hier. Ja, den Traktor brauchen wir eventuell gleich auch nochmal. Schauen wir mal. Aber den können wir auch mal eben mitwaschen. Hat noch nie geschadet. So, hier an der Seite haben wir unser Siliermittel stehen. Das können wir eben einmal auffüllen. Wunderbar. Und schon ist der Ladewagen bis nächste Mal einsatzbereit und fertig. So, dann stellen wir ihn noch eben auf seinen Parkplatz und dann geht's weiter. Nee, das war das Falsche, das war das Gewicht. So. Und an den Traktor, an den Fendt, hängen wir jetzt mal unseren Plattformanhänger hier. Lass ihn mal kurz stehen. Denn damit können wir dann gleich die Eier wegbringen. So, aber jetzt walzen wir erstmal. Jetzt mache ich mal das Hilfsmenü an und wie viel haben wir? 671.000 Liter. Das ist doch einiges, was da zusammengekommen ist. Und wir sind bei 94% beim Verdichten. Ja, und wir kommen ja mit der Walze kaum rüber. Gib die mal an, versuche mal so mit dem Traktor ein bisschen platt zu fahren. Das ist hier so aufgetürmt. Eieiei. Okay, 1% haben wir geschafft. 95. Dann noch ein paar Mal hin und her. Und dann haben wir es gleich. Das können wir eigentlich auch mal eben aus der Innenansicht machen. So. 97%. Ja, ihr seht, wie ruckelig das hier ist, wie welche Hügel wir hier reingebracht haben. Den Rest war ja schon relativ gerade gefahren. Aber ich denke, jetzt für den Rest mache ich mir jetzt keine große Mühe, das einmal hier eben hinzukriegen. Das sollte auch so ausreichen. Jetzt aber 99%. Dann können wir es jetzt gleich abdecken. So, sind wir gleich bei 100? Jo, jetzt haben wir es geschafft.
Ja, dann 671.000 Liter bereit zum Abdecken. Gut, so, Silo abdecken. Perfekt. Ja, dann kann das jetzt vor sich hingehen. Den stelle ich mal kurz auf die Seite. Die Walze können wir dann gleich auch einmal sauber machen und den Bishop zurückbringen. Vielleicht mache ich es aber auch offscreen, muss ich gleich mal schauen. Denn der muss deine Wiesen, glaube ich, auch noch abmähen. Und braucht die dann natürlich auch noch. So, ich muss auf jeden Fall noch eben schnell drüber gestriegelt werden, der Rest. Denn durch Striegeln bewirken wir ja, dass der Status von abgeerntet auf die erste Wachstumsstufe kommt. Das heißt, wir sparen uns den ganzen Tag. Und die zweite Düngestufe kommt dadurch auch drauf, ohne Einsatz von Dünger. Gut, das mache ich mal eben fertig. So, dann sind wir auch mit dem Striegeln durch. Also fast. Jetzt ein paar Meter. So, jetzt haben wir es geschafft. Das heißt, Striegel zusammenklappen. Und den fahren wir dann auch mal kurz eben zum Waschen und stellen den weg. Und dann können wir noch die Eier verkaufen fahren. Bin ich mal gespannt, wie viel es für die Eier gibt. Ah. Da kommt das Stuntman wieder heraus. Sauber abgefangen und wieder hingestellt. Gut, so. Aber ist in Ordnung, muss er sein. Daher gleich sauber machen. Wobei, der sieht gar nicht so dreckig aus. Nach fünf Feldern, ja. Hat sich gut gehalten. So, dann fahren wir den eben schnell hier in die Scheune. Und dann haben wir das Striegeln auch geschafft. Dann haben wir das Grasfeld komplett hinter uns. Mit Mähen, mit Aufsammeln, ins Fahrsilo bringen, abdecken, verdichten und nochmal drüber striegeln. Also wirklich das volle Programm. So, und jetzt holen wir mal die Eier. Mal gucken, wie viel Geld unsere Hühner und Enten uns gebracht haben. Wir können auch gleich mal kurz gucken, wann bester Verkaufstag ist für unseren Käse. Ich mache das mal eben ganz schnell, bevor ich das vergesse. Aber ich glaube, der ist noch nicht dran. Ne, im Januar. Und die Butter auch im Januar. Und dann haben wir noch Ziegenkäse. Der auch im Januar. September wäre nochmal super, aber Januar passt. Da haben wir noch 2 Monate Zeit. Da können
Können wir noch ein bisschen produzieren. So, das soll reichen. Wir gucken mal, ob hier noch volle Kisten drin sind. Ja, eine, die sieht recht voll aus. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und alle anderen Eier haben wir hier rechts an der Wand gestapelt. So, ich versuche die mal einigermaßen ordentlich hier drauf zu stapeln. Na, oder es wird so wie meistens, dass ich anfangs das versuche ordentlich hinzukriegen und am Ende werden sie doch irgendwie draufgekippt, dass es passt. Banngurten fixiert. Aber bisher kann sich das doch sehen lassen. Ah, die Kätzchen laufen hier rum. Ah, das ist echt wunderbar hier auf der Hofbergmann. So viele Tiere. Katzen, Kaninchen, Enten, Ziegen. Alles das zusätzlich zu den Standardtieren. Ja, nur der Hund würde uns hier noch fehlen auf dem Hof. Der dann einmal immerhin den Katzen hinterherrennen kann. So. Ja, guck mal, die passen auch gut drauf. Wunderbar. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo wir verkaufen müssen, wegen Öffnungszeiten, aber ja, 15:42 Uhr. Das sollte kein Problem darstellen. Aber so lange haben wir schon alle offen. So, jetzt haben wir hier noch 5 Stück. Perfekt. Ja, wie viel sind da drin? 50 Eier. Also, die letzten 4 packe ich jetzt mal so drauf. Das hat den Spanngurt dann auch. Ja, 50 Stück sind da drin pro Kiste. Also ich glaube nicht, dass es wirklich viel Geld geben wird. Na, so. Jetzt habe ich ihn. Kurz gucken. Katzenfutter, ja, haben wir noch ein bisschen was. Müssen wir sonst aber auch mal demnächst einfach Neues kaufen. So, Spanngurte dran. Und dann schauen wir mal. Ja, wo sind sie denn? Hier. Genau, November ist Höchstpreis 678 an sich. Da kommen wir jetzt nicht ganz ran. Wir haben Höchstpreis beim Bierstüberl. Oder zum Dorfladen, das ist ein bisschen näher dran. Markierung setzen, der ist oben links in der Map, ne, glaube ich. Ja, genau. Ja, dann fahren wir da nochmal hin. Dann. So. Wunderbar. Ja, dann genießt die Fahrt. So, da sind wir auch schon angekommen. Dann lasst uns doch mal schauen, wo wir das abladen können. Wahrscheinlich hier
Hinten drauf, ne? Genau. Haben wir doch mal da auf den Hof. Dann rückwärts drauf. Oh, bisschen mehr einschlagen. Dann wird das auch was. Naja, 533 Euro. Bisschen mehr hätte ich mir schon davon versprochen. Aber was soll's. Gut, dann lassen wir den mal kurz hier stehen. Ich glaube, ich kriege jetzt gerade keiner durch. Und ich würde sagen, ja, lassen Sie noch mal kurz ein bisschen trinken. Oh, hier. FC Bayern Meisterschal. Gerade frisch Meister geworden. Gut. Ja, dann setze ich mich hier noch kurz in die Bar. Und sag euch dann Tschüss und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Bis dann. Ciao, ciao.